La 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 la. Und wieder warten, dass so oft wie ich die Musik schon gehört habe, dass ich die kennen würde, aber nee. Ich könnte diese Musik nicht mitpfeifen, wenn es um mein Leben gehen würde. Nicht mal, wenn es um mein Leben gehen würde. Das ist, was ich sagen wollte. Irgendwie sind heute meine Spechtkünste nicht so toll. Chinatown. Finde ich, sollen so große Brücken überall hin haben. Also, so von dort oben zu unten hin. Also, Riesenbrücken einfach überall. Aber nee. Das wäre zu nutzvoll. Das war wieder eine knappe Fahrt. Hallo. Mist. Leicht angefahren, aber anscheinend sieht die das nicht. Oh nee, ne. Das kann auch mal passieren. China. Muss ich mich auch noch um die kümmern. Hat der mich durch ein Auto angeschossen? Lass mich nicht wütend! Jesus Christ! Ich mag diese Waffe irgendwie immer noch. Nicht die beste Waffe im Spiel, die Pistole, aber ist meine Lieblingswaffe im Spiel. Und weil. Außer wenn ich bessere Waffen habe, halt auch die meistbenutzte Waffe. Denn wenn man nicht besser Waffe hat, benutzt man natürlich die beste, die man hat. Aber naja, Punkt ist, ich habe noch 3 Lebenspunkte. Das wird schmerzhaft. Der muss mich nur anspucken und dann kippt mein Typ rum. Ich stelle mir jetzt gerade so vor, ich so, mein Typ will ihn nur erschießen. Mein Typ spuckt mich da an und mein Typ so, tot. Yay, richtige Tür. Mach diesen Boden sauber, la la la. Voll langweilige Job rein. Hey! Der hat mich hier eingesperrt. Was für eine Typin. Carlo, mein alter Freund. Jetzt bist du dran. Also los, Tom. Tritt die Tür ein, geh da rein und bring den Bastard um. Nein! Er nimmt die Feuertreppe, Tommy! Schnapp ihn! Was ist denn hier los? Wie soll er sich denn versteckt haben? Naja, muss ich halt auch runter. Kannst du dich nicht einfach abknallen lassen, statt hin und her zu machen? Nein, der hat mich angespuckt. Hilfe, da wird geschossen. Typ in der Unterhose. Umgelegt von Typ in Unterwäsche. Das ist auch wieder genialer Tod für mich. Mach auf. Carlo, mein alter Freund. Jetzt bist du dran. Also los, Tom. Tritt die Tür ein, geh da rein und bring den Bastard um. Ist immer nett, dass er wartet, bis ich... Er nimmt die Feuertreppe, Tommy. Schnapp ihn. Nein. Da habe ich ihn gerade wegrennen gesehen. Hätte ich ihn vielleicht, wenn man schneller ist, umgehen können. Ah! Schnapp doch! Ja. Sei still, sonst bist du auch dran. Ja, sei still, Tommy, sonst bist du auch dran. Ich könnte ihn auch umlegen, das wäre viel leichter. Carlo, mein alter Freund. Jetzt bist du dran. Also los, Tom. Tritt die Tür ein, geh da rein und bring den Bastard um. Wie teleportiert der sich? Die Feuertreppe, Tommy. Schnapp ihn. Stirb doch.
hat das Magazin in seinen Rücken gejagt. Was? Wer schießt denn? Sei still, sonst bist du auch dran. Mach ihn fertig, Tom. Sei kein Idiot, er schießt das Schwein. Wer war das denn? Ah, dann hol ich mir eine Thompson und jag ihn so um. Wenn der Typ so eine Memme sein muss und wegrennen muss. Und dann werde ich von hinten erschossen. Beweg dich mal schneller, Hallo, du alter Mann. Mein alter Freund, jetzt bist du dran. Also los, Tom. Tritt die Tür ein, geh da rein und bring den Bastard um. Ist nicht. Ich hab Kinder. Er nimmt die Feuertreppe, Tommy. Schnapp ihn. Ihr Schweine, das werdet ihr büßen. Ja. Sei still, sonst bist du auch dran. Jetzt, so gefährlich seid ihr jetzt auch nicht. Ich bin auf einer Feuertreppe. Mach ihn fertig, Tom. Und ihr mir auch nichts. Sei kein Idiot, er schießt das Schwein. Das läuft so gut und dann stelle ich mich da hin und sage, ha, ihr könnt mir nicht wehtun. Lass mich die doch auftreten, warum muss ich auf den alten Mann warten? Hallo, mein alter Freund. Jetzt bist halt du einfach dran. Eine Wand. Also los, Tom. Tritt die Tür ein, geh da rein und bring den Bastard um. Er nimmt die Feuertreppe, Tommy. Schnapp ihn. Nein, er ist entkommen. Sei still, sonst bist du auch dran. Jetzt seid ihr aber auch keine Gefahr mehr. Mach ihn fertig, Tom. Könnt ihr nicht ein bisschen... Sei kein Idiot, er schießt das Schwein. Halt dich nicht lange auf, Pumpgun der hat's verdient. Hallo, du Verräter. Haben wir dich nicht gut behandelt? Hab ich irgendwas getan, dass du mir das jetzt antust? Nein! Was für ein Genie! Ich meine, der kann voll gut schießen, der ist voll der Sniper. Jetzt bin ich beleidigt. Und wieder ist einfach nur eine Wand. Das sind voll kleine Räume, stelle ich mir gerade vor. Da drin zu leben, man lebt einfach in der Wand. Carlo, mein alter Freund, jetzt bist du dran. Also los, Tom. Tritt die Tür ein. Warum gibst du dir überhaupt erst eine Warnung? Kannst du nicht gegen klopfen und schieß dich einfach ab? Wärst du das letzte Mal draufgegangen, hätte ich geschworen. Gut. Sei still, sonst bist du auch dran. Jetzt habe ich aber gewonnen. Mach ihn fertig, Tom. Sei kein Idiot, er schießt das Schwein. Wie kannst du dich nicht lange auf, der hat's verdient. Okay, ich mach das jetzt die bessere Art. Wird langsam lächerlich, so lang, so oft hier dran zu sterben, aber naja. Ich habe auch nur 3 Lebenspunkte, weil ich mich mit 2 Polizisten anlegen musste. Jetzt bist du dran. Also los, Tom. Sogar 2 Autos, das sind 4 Polizisten. Tritt die Tür ein, geh da rein und bring den Bastard um. Tu's nicht. Ich hab Kinder. Er nimmt die Feuertreppe, Tommy. Schnapp ihn. Nein. Sei still, sonst bist du auch dran. Tür kann ich nicht mal aufmachen. Bring mich bitte nicht um. Was ihn denn? Fertig, Tom. Warum kann der Typ so gut... Okay, ja, stimmt. Er ist ein Bodyguard, deswegen kann er so gut schießen. Aber warum muss das ein Bodyguard sein? Können wir nicht einfach die Typen umlegen und sagen, die war's? Weil das wäre ein bisschen unfair. Können wir nicht einfach dich umlegen und sagen, es ist deine Schuld, dass du fast umgebracht wurdest? Carlo, mein alter Freund. Jetzt bist du dran. Also los, Tom. Tritt die Tür ein, geh da rein und bring den Bastard um. Er nimmt die Feuertreppe, Tommy. Schnapp ihn. Da. Ich treffe den Typen echt nicht mehr. Hilfe! Hilfe! Da wird geschossen. Sei still, sonst bist du auch dran. Okay, jetzt hol ich mir den Revolver. Mach ihn fertig, Tom.
Du musst mich ja wohl verarschen. Sei kein Idiot. Er schießt das Schwein. Und Larry steht dort oben rum wie ein Fettsack und macht überhaupt nichts. Ich glaube, ich bin gerade eben öfter gestorben, als ich im ganzen Spiel zuvor gestorben bin. Carlo, mein alter Freund. Jetzt bist du dran. Also los, Tom. Tritt die Tür ein, geh da rein und bring den Bastard um. Nein. Er nimmt die Feuertreppe, Tom. Schnapp ihn. Stirb einfach. Danke. Ihr Schweine. Jetzt muss ich den hier umlegen. Sei still, sonst bist du auch dran. Könnt ihr nicht einfach umkippen? Mach ihn fertig, Tom. Sei kein Idiot, er schießt das Schwein. Das Schwein ist schon tot. Halt dich nicht lang auf, der hat's verdient. Hey, beweg dich mal nicht mit. Hallo, du Verräter. Haben wir dich nicht gut behandelt? Habe ich irgendwas getan, dass du mir das jetzt antust? Okay, ich muss das gleich. Ich muss das jetzt so machen. Ja! Blas ihm das Hirn aus dem Schädel. Uhu! Wir haben es geschafft. Wir haben Team in Unterhosen. Wissen Sie was, Boss? Was? Das ist das erste Mal, dass ich jemanden in seinen Unterhosen umgelegt habe. Ah, schon gut. War für mich auch das erste Mal. Es gibt für alles ein erstes Mal. Yay. Muss richtig. Na, wen haben wir denn da? Wie geht's denn, Sergio? Hältst du dich immer noch aus allem raus? Ich sehe, du hast einen neuen Sandsack. Nun, der Gentleman hier glaubt, dass die Finanzen unserer Gewerkschaft nicht fair sind und will streiken. Ich habe immer gesagt, dass ein Streik eine schlimme Sache ist. Es sei denn, er wird von meinem werten Bruder organisiert und hat ein höheres Ziel. Damit kommen Sie nicht davon. Die Jungs werden es Ihnen zeigen. Ich glaube, du überschätzt Ihren Mut. Miese Kakerlake. Leider bin ich nicht zum Diskutieren gekommen. Wir würden Sie gerne mit einigen unserer Vorstellungen über Gewerkschaften in unserem freien Land bekannt machen. Macht weiter, Jungs. Womit haben wir diese Ehre verdient? Salieri lebt. Was? Wie hat er überlebt? Leider können wir das niemanden mehr fragen. Unsere Männer sind tot, die Restaurantgäste sind tot. Genau wie diese Ratte, Carlo. Könntest du bitte die Klappe halten? Wir versuchen hier zu reden. Redet man nicht mit Mr. Morello. Oh, Teufel. Ich hätte es selbst machen sollen. Wie konnte der alte Bastard so viele unserer Jungs umbieten? Er ist genauso alt wie ich, also unterschätze ihn nicht. Davon abgesehen, war er vielleicht nicht allein dort. Ich denke, sie überlegen, wie sie uns loswerden können. Und was sollen wir tun? Wir müssen uns etwas ausdenken. Passt in der Zwischenzeit gut auf eure Ärsche auf. Die hetzen jetzt sicherlich ihre besten Leute auf uns. Heißt das Krieg um jeden Preis? Es ist schon seit einiger Zeit Krieg. Jetzt umso mehr. Pass auf dich auf, Bruder. Boss, sieht so aus, als hätte er genug. Was sollen wir mit ihm tun? Keine Ahnung. Macht ihn fertig und werft ihn ins Meer. Jupp, Krieg um jeden Preis. Tommy, dieser Mordversuch bedeutet, dass Morello uns offen den Krieg erklärt hat. Wir müssen uns um ihn kümmern. Wenn Morello keine Komplizen unter den Politikern und anderen wichtigen Organisationen hätte, wären wir annähernd gleich stark. Wenn wir diese Leute liquidieren, wird unser Gegner erheblich geschwächt. Das ist es also, was wir tun müssen. Seine starken Kontakte eliminieren. Richtig. Und wie wir alle wissen, müssen wir einen offenen Krieg vermeiden. Holt euch die Generäle, dann geben die Soldaten kampflos auf. Das ist der Plan. Wir machen sie einen nach dem anderen fertig. Was meinen Sie genau? Der erste in der Reihe ist der Stadtrat, der uns solchen Ärger gemacht hat. Morello hat ihn in die Politik gebracht. Das macht ihn zu einem starken Verbündeten. Wir kümmern uns nach dem Jungen um ihn. Und das bedeutet heute. Der Stadtrat feiert seinen Geburtstag und hat beschlossen, einen großen Empfang zu geben. Der Empfang ist auf einem Dampfer mit Feuerwerk und dem ganzen Kram. Und er wird eine Rede für die Paparazzi halten. Da werden eine Menge Leute sein, die nichts gegen uns tun werden, wenn sie sehen, was mit ihm passiert. Klingt ziemlich riskant. Ist aber das Risiko wert.